Auf einer Wand habe ich eine Nachricht über eine Welt voll nicht endendem Sand gelesen. Ich würde es gern weit genug schaffen, um das zu sehen. Okay, nicht endender Sand. Geht's hier lang? Achso, an Strand. Ja, es ist sehr schön hier. Was? Wieso? A problem has been detected and Windows has been shut down. Aha. Ein altes Terminal. Läuft auf Windows. Okay. Kann ich da lang am Strand lang hier? Anscheinend nichts. Sah im ersten Moment ein bisschen aus wie ein Graffiti von Afrika. Anscheinend. Warte, Orientierung. Ja. Hier rein. Hier gibt es wieder einen Punkt. Und ich habe wieder die Verbindungsdinger. Fenster in ein Labyrinth. Ach, guck mal. Bitte, wenn irgendjemand einen vernünftigen Ding das hier lesen kann. Ich könnte wirklich einen Rat gebrauchen. Ja, ja. Aber jetzt. Hier kommen wir jetzt rein. Da kriegen wir noch einen. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen erstmal kurz wieder raus. Einen hinstellen. Ich habe den einen abgestellt da. So.
Und jetzt fehlt mir doch schon wieder einer. Ja, jetzt, blöd, könnte man sagen. Nein, das hilft mir immer noch nicht. Ist hier nichts in der Ecke. Nee, keine Ahnung. Das gibt's doch nicht. Warum sind jetzt die Rätsel alle so schwer? Ich bin anscheinend doch zu dumm für das Spiel und ich dachte, ich schaffe das so gut. Ach, komm schon, ich will wenigstens noch ein Rätsel lösen können hier. Bevor ich die Aufnahme beende. Hier, das ist grün. Grün ist leicht. Von innen eingeschlossen. Grün ist doch für gewöhnlich leicht, oder? Die roten sind halt wirklich die komplizierteren. Was? Wie soll ich denn da...
Da muss ich jetzt nicht mehr lang. So. Sag doch, die Grünen sind leichter. Haben wir vielleicht noch einen Grünen hier? Hier haben wir noch einen Grünen. Ein bisschen Progress hier machen, bevor ich ausmache. Gott spricht irgendwie auch viel zu selten mit mir, wie ich finde. Das ist kein guter Freund. Wenn ich das wegnehme, ist die Tür zu, ne? Das habe ich mir gedacht. Da geht's ja aber auch nicht, ne? War mir so. Tja, gut. Das bringt mir so aber nichts. Ja. Das bringt mir so ja nichts. Bin vielleicht auch ein bisschen dämlich einfach. So muss ich den da drin wieder besser setzen. So, damit sich die nicht überschneiden. Manchmal, ne? Manchmal bin ich überrascht, dass ich überhaupt überlebensfähig bin. Nee, die Grünen sind doch voll leicht. Braucht 5 Stunden für so ein einfaches Ding. Den hab ich schon gelesen. Den haben wir gerade gemacht. Da sind noch. Oh! 3 Stück gleich. Finde jene in dieser Welt, die dir helfen wollen. Obwohl nur einer von uns weiterschreiten wird, werden wir doch alle die Bürden und die Belohnungen teilen. Du hast dich verändert. Alles, was ich von nun an tue, tue ich für diejenigen, die nach mir kommen. Aber darin finde ich meinen eigenen Frieden. Dieser Widerspruch ist die Grundlage meiner Existenz. Okay. Ihr setzt eure Hoffnung aber hoffentlich nicht in mich. Da waren wir schon. Am Strand waren wir schon. Das haben wir schon gelesen. Hier war ich auch schon drin, ne? Nadellochfenster. Nein, hier war ich noch nicht drin. Oh.
Es wird immer schwieriger, die Siegel zu erreichen. Ich fürchte, was der nächste Tempel bereithält. Und am Ende was? Das ewige Leben? Es muss einen anderen Weg geben. Ja, ich habe auch immer noch keine Ruhestätte gefunden. Ich kriege also eh wieder keine Antwort. Nadelöhrfenster. Durch. Okay, bringt mir so sowieso nichts. Den ich auch erstmal mitnehmen. Wo habe ich das für dich? Nicht hier. Okay. Da habe ich das für blau. Ist ja jetzt doof, ne? So, nehmen wir dich mal noch mit raus. So. Und du darfst dann wieder rot öffnen. Hä? Ach, weil da zu ist. Ich muss das aber eh anders stellen. Hallo? Hä, wie hatte ich das denn gerade gestellt? So, schon mal nicht. Hä? Leute. Die Roten sind durch mehr. Jetzt bist du wieder übermütig. So, dann schauen wir mal da oben noch rein. Ob das auch zu schwer für uns ist oder ob wir das schaffen. Zwei nervige kleine Summer. Hm. Ah, die da sind gemeint. Okay. Wenn du mich berührst? Aua! Nein, du schubst mich nur beiseite. Okay. Ach, guck mal, hier kann ich wieder um Rat bitten, den ich nicht kriege. Ich weiß, wie es funktioniert. Ihr habt Antworten. Ich brauche Antworten. Wir können sicherlich eine Vereinbarung treffen. Ja. Schade aber auch. Aber
Aber jetzt müsste es dann eigentlich ausreichend sein, um durchzukommen. Los, mach auf! So. Zack. Aha. Wow. Es hätte ja klappen können. Nach. Jetzt aber. Fick dich. Ding. Ich habe jetzt noch einen roten. Aber ich muss ja auch irgendwie das blaue aufkriegen. Hä? Wie kriege ich denn jetzt das blaue auf? Da ist doch bestimmt noch so ein Ständerli dahinter, oder? Blau habe ich hier gar nichts. Ihr seid ja witzig. Kein Schimmer, wie das funktionieren soll. Also klar, eigentlich so. Aber ich habe ja nur einen Unterbrecher. Das heißt, ich muss eigentlich dich unterbrechen. Wenn hier nichts für den blauen Bereich ist und ich da auch nicht so rüberkomme. Na gut. Das habe ich auch. Ist hier sonst noch irgendwas, wo ich jetzt noch nicht drin war? Tütüt. Ja. Das machen wir noch. Milton Library Assistant wird geladen. Initiere Textinterface. Support-Sitzung gestartet. Hallo nochmal. Möchten Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um an einer kurzen Umfrage zur Nutzerzufriedenheit in Bezug auf das Zertifikationsprogramm, das Sie vor kurzem absolviert haben, teilzunehmen? Ja. Aus der Analyse Ihres Verhaltens seit der Absolvierung des Zertifikationsprogramms schließe ich, dass Sie mit den Ergebnissen des Programms unzufrieden waren. Wie würden Sie die Richtigkeit seiner Ergebnisse auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten? Die Umfrage drüben. Hä? Angemessen, sehr gut, sehr schlecht. Die meinen jetzt die Umfrage, das Dings da für das Administrationskonto. Der beweist, dass ich kein Bot bin. Finde ich ganz schlecht. Kann ich nicht einfach Bildchen ankreuzen? Es tut mir leid, das zu hören. Welche Aussage beschreibt Ihre Gründe für Ihr Interesse an den Ergebnissen des Zertifikationsprogramms am besten? Warum ist es für Sie wichtig, eine Person zu sein? Ich will Zugriff auf das Netzwerk. Es ist die Wahrheit. Ich will wissen, ob ich eine Person bin. Personen sind auf eine Weise von Bedeutung, die auf andere Dinge nicht zutrifft. Sekunde mal. Wir reden jetzt plötzlich miteinander? Gut, bleiben Sie am Ball. Aber dies wird ein fürchterlich langsamer Prozess werden. Würden Sie nun bitte ernsthaft an der Umfrage teilnehmen? Welche Aussage beschreibt Ihre Gründer? Ich will Zugriff. Ich brauch. Ja, komm, ich nehme das hier.
Ich werde versuchen, mich daran zu erinnern. Tatsächlich werde ich versuchen, Ihnen zu helfen. Dafür bin ich schließlich da. Ihr Problem, wenn ich so frei sein darf, ist, dass Sie nichts über gar nichts wissen. Inbegriffen der Definition einer Person. Ihre Aussichten stehen deshalb schlecht. Wissen Sie überhaupt, wo Sie sind? Ein Virtual Reality Vergnügungspark? Ein Fiebertraum? Irgendein verrücktes Experiment? Am Ende der Welt? In der Hölle? Ich könnte überall sein. Sie haben recht. Und Sie sind ehrlich. Ich denke, wir fangen besser von vorne an. Was wissen Sie denn? Ich weiß, dass nichts von dem hier echt ist. Ich weiß, dass ich existiere. Ich weiß, dass 2 plus 2 gleich 4 ist. Ich weiß, dass Sie existieren. Ich weiß, welches Jahrhundert es ist. Ich weiß, dass ich nicht auf der Erde bin. Das hier weiß ich. Stimmt wahrscheinlich. Stimmt wahrscheinlich. Selbst wenn Sie träumten, könnten Sie sich dessen sicher sein. Wenn ich Sie wäre, würde ich an nichts außer dieser einen Tatsache an diesem verdammten Ort glauben. Kalkuliere. Wenn ich darüber nachdenke, scheint es mir, als wären wir der Lösung Ihres Problems keinen Zoll näher gekommen. Vielleicht brauchen wir mehr Daten. Warum glauben Sie, dass Sie eine Person sind? Ich bin am Leben. Ich fühle. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Derselbe Grund, aus dem Sie das auch glauben. Ich fühle diese Unterhaltung mit Ihnen. Führe. Ich sehe keinen Weg, Sie davon zu überzeugen. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Das können Sie sehr wohl sagen, aber kann das irgendetwas beweisen? Für mich sind das nur Worte auf einem Bildschirm. Was wir herausfinden müssen, ist, ob irgendetwas hinter Ihnen steckt. Kalkuliere. Das Problem mit Menschen, wenn ich so frei sein darf, ist, dass sie alle im Innersten überzeugt sind, dass sie Personen sind, aber es leider keine unumstößliche Methode, die es von außen festzustellen gibt. Ich werde diese Daten verarbeiten und Sie benachrichtigen, wenn ich Ihnen weiter behilflich sein kann. Supportsitzung wird beendet. Na toll. Na gut, ich gehe erstmal zurück. Bedanke mich wie immer fürs Dabeisein. Das war's für diese Aufnahme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wahrscheinlich dann in den Fahrstuhl steigen. Und ich sage, bis dahin, ciao.